Guten Morgen, meine Lieben. Willkommen zum heutigen Video. Es gibt mal wieder einen kleinen Vlog. Ich dachte mir, mit diesem einen kleinen Vlogtober-Teil muss ich doch rausbringen. Und ja, der Tag startet. Es ist jetzt gerade 6.35 Uhr. Es ist ein Samstag, ja. Sind wir aber Frühaufsteher? Ja, sind wir. Waffel, sagst du guten Morgen? Nein? Nein? Wie man sieht, Waffel darf ins Bett. Das ist unser alltägliches Guten Morgen-Gekuschel. Guten Morgen. Ich dachte mir, ich nehme euch halt mal wieder noch so ein bisschen noch einen Tag mit. Die Ausgangssituation des Tages ist im Endeffekt, Raffel und ich wohnen ja jetzt alleine. Und ja, das ist so unser Tagesablauf, den wir halt so haben. Ich habe gerade vorgestern, wurde mir mitgeteilt, dass mein Nebenjob, den ich noch habe, von dem ich aktuell lebe, gecancelt wurde, gar nicht wegen mir, sondern weil die Firma Probleme hat. Das heißt, ich habe jetzt auch gerade ein Problem und deswegen muss ich jetzt auch einfach mit YouTube wieder mehr Gas geben, um zu schauen, dass ich da vielleicht irgendwie noch ein bisschen was reinbekomme, weil ich habe halt einfach gerade die Zeit genutzt, um mich in meinen neuen Alltag einzuleben. Und habe deswegen YouTube halt mal so ein bisschen hinten angestellt, weil ich mir dachte, ich will erstmal wieder in den Flow kommen. Tja, jetzt ist keine Zeit mehr, um in den Flow zu kommen. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich in der Lage bin, Essen zu kaufen. Und ich glaube, ich grinse nur so dumm, weil ich sonst heulen würde. Aber ja, und das ist so unser Everyday Life. Das Erste, was wir machen, nachdem ich mich angezogen habe, ist grundsätzlich rausgehen. Ich muss in der Apotheke auch noch kurz, also die haben jetzt noch nicht offen, ich muss dann noch Tabletten kaufen. Ich mache aktuell eine Aknamin-Therapie, also nicht Aknamin, eine Aknetherapie mit Skutan, weil einfach durch die Hormongabe ich am Oberkörper, am Rücken Akne entwickelt habe. Oh, mein Gesicht war jetzt nie frei von Pickeln, aber es war jetzt nicht so schlimm, aber das war jetzt auch nicht unglaublich viel, aber es war jetzt sehr schmerzhaft. Und deswegen mache ich das. Dann natürlich meine Hormönchen, meine Pille. Dankeschön, liebe Endometriose. Und Dankeschön, Schwangerschaftsphobie. Und dann brauche ich noch was für meine Schilddrüse. Und das habe ich aber nicht mehr. Und da habe ich ein Rezept schon auf der E-Card und muss das noch bei der Apotheke abholen später. Aber jetzt gehe ich mit Waffel erstmal kurz nur an die Straße raus und dann schauen wir weiter.
Übrigens, man sieht es vielleicht hier im Hintergrund, die Wohnung sieht ein bisschen anders aus. Ich habe ein wunderschönes Buffet aus den späten 50ern, 60ern bekommen. Ich und noch ein paar andere Änderungen. Und das blende ich euch jetzt dann gleich alles noch ein bisschen hier mit ein, damit ihr einen Überblick habt über die Neuerungen hier in der Wohnung. In der Hoffnung, dass ich sie auch behalten kann, weil die Situation im Moment katastrophal ist. Thank you.
Meine Lieben, das war mein kleiner Vlog, den ich euch, wo ich euch mitgenommen habe durch diesen ganz regulären Tag im Oktober und euch mal die Neuerungen in der Wohnung präsentiert habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.